Hey und willkommen bei der Dream Society. Wie schön, dass du da bist. Gemeinsam tauchen wir jetzt ein in das aktuelle Thema, was so im Kollektiv liegt, die Herausforderung, die gerade ansteht und die Chance, die sich dahinter verbirgt. Und wenn es dann noch passt, vielleicht auch noch mal so ein kleiner Gesamtüberblick. Ja, dann schauen wir doch mal, was jetzt gerade so passiert. Das aktuelle Thema im Kollektiv ist gerade die Kraft oder die Energie der Empathie. Und da ist es natürlich zu wissen, was verstehe ich denn darüber oder was braucht es in Bezug auf die Empathie und wie sieht es gerade aus so in unserem Feld? Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir empathisch wahrnehmen, was uns begegnet. Wir können nie genau wissen, was unser Gegenüber bewegt. So wirklich bewegt im Gesamten, aber wir können ein Gefühl dafür entwickeln. Vielleicht ist es ja auch so, dass irgendwas passiert, dass du von deiner eigenen Sicht über die Dinge, ja, über das Verhalten von anderen in Urteile hineingerätst, dass du etwas falsch oder richtig nennst, dass du etwas für dich jetzt versuchst zu unterscheiden und den richtigen Weg für dich zu finden. Und es könnte dabei passieren, dass etwas Wichtiges dabei untergeht, nämlich die Lebensgeschichte oder der individuelle Weg des anderen. Wir alle sind, wie wir da sind, Funken des Göttlichen. Und wir sind hier auf dieser Erde in einer Dimension verkörpert und wissen, wir haben etwas zu erledigen. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Bestimmung, wir haben etwas, was uns bewogen hat, genau in dieses Feld hier einzutreten und zu inkarnieren, wirklich zum Fleisch zu werden. Und dafür haben wir natürlich den freien Willen. Und ob du das glaubst oder nicht, ob du das verstehst oder nicht, aber einige sind eventuell vom Pfad der Liebe abgekommen. Und wie ich finde, ist das auch ein durchaus menschlicher Zug. Andere zu beurteilen, ohne uns vorher mitfühlend die Mühe gemacht zu haben, ihre Art zu leben, auch aus ihrer Perspektive heraus nachzuvollziehen, ist vielleicht sehr, sehr voreilig. Und genau das dürfen wir wieder lernen, empathisch mit dem Leben umzugehen. Und das ist eine neue Form des Mitgefühls. Dieses Mitgefühl ist so wichtig, weil das unsere Aufgabe ist, auf eine neue Weise Liebe und Verständnis zu leben. Und natürlich könnte man sagen, das ist auch eine Herausforderung, aber das ist gerade im Moment das Thema. Das Thema tatsächlich, sich dafür zu öffnen, das Herz dafür zu öffnen, einmal tiefer in das Wesen oder den Menschen, mit dem wir da gerade so vielleicht in Konflikt geraten, vielleicht ja auch gar nicht, vielleicht geht es dir auch absolut gut und du hast einen weiten Blick über alles, was da so geschieht. Und übst trotzdem deine Empathie, also noch tiefer in die Dinge hineinzublicken. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch diese Kraft und diese Gabe für unsere zukünftigen, ja, Vorhaben, also für das, wo wir uns hin entwickeln. Denn Empathie, Telepathie Mitgefühl sind unglaublich und nicht wegzudenkende Attribute, die wir in uns ausbilden dürfen, egal was uns bis jetzt passiert ist. Und wenn wir beginnen, uns genau für diesen Weg zu öffnen, dann kann es tatsächlich sein, dass wir plötzlich mehr ins Urteil geraten, als uns lieb ist. Ich weiß immer, wenn ich so diese Phasen der Entwicklung durchgemacht habe, in denen ich gesagt habe, okay, ich möchte mich mal von jedwedem Urteil lösen, ja, dann habe ich dann festgestellt, dass sich einfach immer mehr Urteile aufgebaut haben und ich bin fast daran verzweifelt und habe gedacht, das ist doch total verrückt. Aber ja, mein Fokus war auf das Urteil gerichtet. Ja, das Urteil nicht zu urteilen und nicht, wissen wir alle, hat nicht wirklich Gültigkeit in unserem Universum. Deshalb ist es immer weiter hochgekommen. Letzten Endes finde ich, glaube ich, die Entscheidung, jetzt zu sagen, ich entwickle meine Empathie und ich entwickle Verständnis für alles, was existiert, eventuell einen besseren Weg. Aber wer weiß das schon? Dann wollen wir mal zum nächsten Schritt übergehen und wir wollen mal schauen,
was denn die Herausforderung für uns ist, beziehungsweise um welche Lebensentscheidungen es jetzt geht und was wir tun können, damit wir ja, unseren Weg gut und weise wählen, was uns jetzt hilfreich zur Seite steht. Ja, da ziehe ich das Yin. Und das Yin ist eine wundervolle Kraft. Das ist im Grunde die weibliche Kraft, das weibliche Prinzip, die Empfänglichkeit. Und das passt natürlich super mit der Empathie zusammen. Und manchmal könnte man auch diese Kraft so nutzen, dass es darum geht, auch anderen die Initiative zu überlassen, andere mal sich einbringen zu lassen und zu empfangen. Da zu sein und zu empfangen, was gerade so kommt und dem Fluss des Lebens zu folgen. Die Yin-Energie ist auch eine Kraft, wo es darum geht, Informationen zu sammeln, auf Signale zu achten, die Welt ein bisschen feiner wahrzunehmen. Es ist auch eine Form der Kunst des bewussten Geschehenlassens. Wenn wir so unser Weltgeschehen betrachten, dann wissen wir, dass wir in einer Zeit waren, die sehr patriarchalisch und auch sehr männlich ausgerichtet war. Innerhalb, egal welchen Geschlechts du bist, ja, ob du jetzt Mann oder Frau bist, also wir haben alle agiert, wir haben alle funktioniert, wir sind marschiert, wir haben unendlich viel aufgebaut und natürlich auch eine Menge entwickelt. Aber was dabei zu kurz gekommen ist, ist tatsächlich diese feinfühlige Seite, die Empathie und auch die weibliche Seite des Lebens. Also es ist ja auch eine Form der Akzeptanz und Toleranz dem Leben gegenüber und dass ich ein Gefühl in mir entwickle, dass alles gut ist, wie es ist und ich bin bereit, damit umzugehen. Und zwar auf eine feinfühlige, zarte Weise. Es ist so eine Kraft, die dich gelassen dem Gang des Geschehens im Grunde zuzuschauen oder abzuwarten, einmal still zu werden, bereit zu sein, anzunehmen, all das, was sich dir zeigt. Und das bedeutet nicht, dass du deine Träume auf Eis legen sollst oder dich zurückziehen sollst, sondern die Dinge einfach mal ganz bewusst, ne, so wirklich im Lichte mit Aufmerksamkeit auf dich zukommen zu lassen und offen zu sein für die Fülle. Für die Fülle, die dir zufließen will. Im Moment sind die Tore so weit offen. Ich spüre ganz, ganz instinktiv für mich selber, für mich persönlich. Und ihr wisst, ich nehme mich so ein bisschen auch, ja, ich sehe mich sehr empfänglich. Und manchmal fühle ich mich wie so ein Seismograph, der die Schwingungen wahrnimmt und dann auch mit ganz vielen auf einer Linie fließt. Also ich spüre das einfach, dass jetzt auch so mehr so diese universellen Energien, also dieses Schweben im Universum und einfach nur da zu sein und zu genießen und gleichsam natürlich auch meine Dinge zu tun. Ich bin ja auch immer irgendwie beschäftigt, aber das, was gerade so im Feld liegt, ist so, es ist wie ein Wunder, also dass alles das, was Raum findet, jetzt in der momentanen Zeit, wenn da dieses Grundgefühl, diese Grundtendenz stimmt, ja, dann fließt es einfach nur zu dir und du darfst es nur annehmen. Also das ist gerade ganz, ganz spannend und deshalb ist es so wichtig, auch ruhig zu werden. Wirst du nicht ruhig, dann oder lässt du nicht die Zügel locker, wirst du einfach sehen, dass das dich anspannt und wenn du jetzt frei wirst von diesem Kontrollieren, von diesem Machen, von diesem Tun, von diesem Führen, Leiten und in eine Richtung lenken, dann könntest du sehen, dass plötzlich alles mühelos ist und dass du vielleicht vorher viel zu viel Energien, viel zu viel Kraft in die Dinge hineingesteckt hast und dadurch einfach nur eine große Spannung aufgebaut hast. Und das macht sich natürlich auch in Beziehungen bemerkbar, also in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, es ist auch die Möglichkeit da, wenn du dich dafür öffnest, wirklich als Gefäß, als Kelch, als heiliger Gral die Dinge zu empfangen, dass du einmal hinhörst, dir zum Beispiel sagen lässt von jemand anders, ja, wer sie sind oder was sie für dich sein können.
Und nimm doch einfach mal das, was dir da begegnet und lass die Handlungen dessen, was sich dir spiegelt, quasi für sich sprechen. Dann hast du die Möglichkeit, das mit mehr Gelassenheit anzunehmen und zu schauen, was will ich denn wirklich? Was will ich wirklich in meinem Leben? Und da geht es nicht darum, zu sagen, ich will das Haus, ich will das Auto, ich will den Mann, die Frau oder dieses Geld oder diesen Wohlstand, so, sondern es geht eher um das Gefühl. Das Gefühl, was du in deinem Leben haben möchtest, weil dieses Gefühl ist so wichtig, weil dieses Gefühl dir auch genau dieses Wohlbefinden bringt, was du brauchst. Es geht nicht um die Sache an sich, sondern es geht nur um ein Lebensgefühl. Und wenn du dir dann noch einmal bewusst machst, dass, wenn es dir schwerfällt zu empfangen, dass du damit den Strom der Fülle unterbrichst, ja, weil du dann im Grunde genommen ständig darauf beharrst, zu geben oder der Geber zu sein, die Geberin oder der Geber zu sein. Und das lässt natürlich der anderen Seite überhaupt gar nicht die Möglichkeit, zu dir zu fließen. Du kannst nicht immer führen oder immer geben oder immer lehren, ja? Im selben Maße musst du auch Schüler und Schülerin sein. Ein offenes Gefäß, Empfangender der Gaben, der Gesten und der Angebote, die da sind. Und was nochmal ganz wichtig ist, ist zumindest auch das, was ich so erfahren habe, dass wenn ich mich dafür öffne, was so die Welt mir bringt, ja, dann kommen Dinge auf mich zu, die ich vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen habe oder gar nicht als möglich erachtet habe. Das göttliche Prinzip erfüllt, ja, nicht deine Erwartungen, sondern deine Gefühle. Und Fülle ist für jeden von uns, ja, vorgesehen. Dann schauen wir doch jetzt mal mit den Karten von Avalons Vermächtnis, was denn die große Chance bei dem Ganzen ist, die Empathie zu entwickeln, deine weibliche, empfängliche Seite zu stärken. Ja, das ist die Herausforderung, das Männliche einmal ruhen zu lassen und dem mal wirklich auch eine Ruhe zu schenken. Und jetzt kommt die Chance. Schauen wir mal, was das denn ist. Schauen wir doch mal. Schlüssel des Vermächtnisses. In der Stille liegt die Antwort auf deine Frage. Höre die Worte deiner Seele. Also, hier in die Karten tauche ich mal ein bisschen anders ein. Ich schaue nicht nur auf das Bild, obwohl ich sehe einen wundervollen Drachen, der einen goldenen Schlüssel in sich trägt. Rundherum rote Energie und der Drache sieht sehr freundlich aus. Und es scheint so, als wenn dir jetzt ein besonderer Schlüssel übergeben wird. Ein Schlüssel oder uns allen ein Schlüssel übergeben wird, der uns hilft, über die Zeiten hinauszuwandern und auf das alte Wissen, die alten Weisheiten aus früheren Zeiten zuzugreifen, um es im Hier und im Jetzt in dein Heute zu holen, damit du dann erfahren kannst, was zu dir gehört, was lange in dir geschlummert und nur darauf gewartet hat, von dir gelebt zu werden. Dein eigenes göttliches Potenzial will jetzt an die Oberfläche, das ist die Chance. Wir sind in einer Zeit, in der das neue Bewusstsein sich mehr und mehr ausbreitet auf dieser Erde. Ein neues Bewusstsein der göttlichen Liebe, das uns wirklich daran erinnert, wer wir sind. Und uns steht jetzt dieser Drache, dieser wunderschöne Drache zur Seite. Aber nicht nur der Drache, sondern alle anderen Lichtwesen, ja, mit ihrer vereinten Kraft. Und es ist auch ein Ruf Avalons. Also Avalon ruft dich, um deinen Kontakt zu den Drachen herzustellen oder zu vertiefen. Und mit dem Schlüssel sagen sie dir, dass sich ein vermeintliches Problem auflösen oder dir eine Lösung eingegeben wird. Auch kann es sein, dass sich dir eine neue Tür öffnet. Ja, das ist doch eine wirklich wundervolle Kraft. Avalon hat magische Kräfte, mystische Kräfte und Avalon ist ja das Herzchakra von Mutter Erde. Das heißt, in Avalon gibt es auch das Tor zu den Sternen und wir werden wieder verbunden mit unserem Sternenbewusstsein, mit unseren Sternengeschwistern. Und diese Energie und diese Kraft, die uns dort zugute kommt, ja, das ist die große Chance, die lässt uns
unser Bild von dem, wer wir sind und was wir sind, wie wir kreieren, was wir alles tun müssen, damit sich irgendetwas erfüllt, vollkommen verändern. Wenn ich die Kraftortreisen mache nach Avalon, dann ist es zu Anfang, so die ersten 1, 2, 3 Tage noch so, dass diese ganze Spannung auf den Menschen noch ruht und natürlich auch eine Synchronisation stattfinden will zwischen den Menschen. Und dann plötzlich verändert sich das so sehr, dass nichts mehr eine große Rolle spielt und dass wir alle so ins Fließen kommen, ja, dass wir alle werden wie die Kinder. Und das ist schon das, was Christus gesagt hat, wenn ihr werdet wie die Kinder, kommt ihr ins Himmelreich. Und genau das ist das. Wir sind alles unschuldige Kinder, unschuldige Wesen von unserer Natur her. Ja, wenn so ein Baby geboren wird und wir schauen in diese wundervollen Augen, dann erkennen wir das Göttliche wieder und wir entwickeln auch eine unbändige Kraft und Liebe genau für diese Wesen. Und das sind wir alle. Und wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf die Empathie und auf das Yin oder auch hier auf diesen Schlüssel, der uns hier übergeben wird, dass wir unser Erbe antreten, dann weiß ich, dass es darum geht, dass wir von dem Regen treiben und von dem so sein, wie es vorher war, abkommen und uns an unser wahres Sein zurückerinnern und genau diese Schwingung wahrnehmen. Wenn ich zwischenmenschlich mal schaue, wieso diese Konflikte entstehen, dann ist es zumeist auf einer Verletzung beruhend, ja, die sich immer wieder reaktiviert. Und wenn ich die Bereitschaft in mir entwickle, meinem Gegenüber so tief in die Seele zu schauen, damit ich genau diese kindliche Unschuld wiedererkenne, diese Reinheit des Seins, ja, dieses Göttliche, diesen göttlichen Kern, dann kann alles eben, ja, von mir oder von euch oder von wem auch immer abfallen in diesem Moment, wo wir erkennen, hey, ne, da steckt auch dieses unschuldig reine Kind dahinter, was nach Schutz sucht und gar nicht mit diesen Konfrontationen des Lebens so fertig wird. Also wir sind alle aufgefordert, hier mehr zu fließen, mehr zu sein und mehr zu lieben und zu leben. Ich möchte jetzt noch hinzuholen, was zu fehlen scheint, was sich aber in dein Leben webt, was sich manifestiert, was dich unterstützt und was sich für dich immer deutlicher in deinem Leben abbildet, was du dann wahrnehmen und sehen kannst. Ja? Das ist eine sehr, sehr schöne Kraft. Schauen wir mal, was das ist. Es geht um das Vertrauen. Du wirst aufgerufen zu vertrauen. Und wenn wir dann wieder die Empathie nehmen, das Yin nehmen und der Schlüssel deines Vermächtnisses, dann ist dieses Vertrauen, sich und seinem Leben zu vertrauen, Frieden zu schließen mit deiner Existenz und deinem Leben, ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch das, was sich in den ersten 7 Lebensjahren entwickelt und was oft dort gestört wird und dem ersten Chakra zugeordnet. Ja, also das heißt, da geht es halt um unsere Verkörperung, um unsere Existenz. Jetzt springen schon die Karten, ein guter Weg. Das Vertrauen ist also ein guter Weg und das ist auch eine alte Geschichte, die vielleicht gerade jetzt so nach oben kommt und an der du jetzt wachsen darfst. Ne? Vielleicht reagierst du einfach mal ganz anders, als du das gewöhnt bist. Dein Haus steht hier Kopf, du fühlst dich gewarnt durch die Nachrichten, die dich ereilen, manchmal immer wieder so kurzfristig. Vielleicht geht es hier auch um eine Partnerschaft, Impulsivität und letzten Endes Verlustängste. Ja? Dann Sorgen auch, was die Existenz, was das Materielle anbelangt und was die Freude anbelangt innerhalb der Partnerschaft. Also innerhalb der Partnerschaft gibt es hier Tendenzen, was die männliche Seite der Partnerschaft anbelangt, wo es darum geht, dass so einiges, ich sag mal, wo man sich drum betrogen fühlt oder verraten fühlt, nicht gesehen fühlt. Ja, das sind auch begründete Sorgen, weil eben halt das männliche Prinzip gar nicht in dieser Kraft ist, genau diese Attribute zu entwickeln, die jetzt wichtig sind für unsere nächsten Schritte. Und es gilt hier loszulassen, also diese Streitenergien, diese Auseinandersetzungsenergien, vielleicht auch Wutenergien oder aber Abhängigkeiten nicht weiter zu leben, weil das ist das, was dich letzten Endes immer wieder ins gleiche Unglück stürzt. Das heißt, du wiederholst die Schritte immer und immer wieder und das führt dann zu Ärger und Verdruss. Und die Liebe, die ursprünglich da ist, ja, die wird dann in eine Traurigkeit. Also ich sag mal, wenn wir traurig sind,
und diese Traurigkeit nicht wahrnehmen und ins Bewusstsein holen und einmal schauen, was ist denn der Urgrund dafür? Ja, vielleicht auch der Mangel an Vertrauen oder der Mangel an Empathie oder der Mangel an, ich komme immer irgendwie zu kurz oder das Weibliche, das Gefühl kommt hier zu kurz, ja, das macht dann traurig. Und wenn das so traurig macht, und nicht gesehen wird, dann wird es zur Wut und vielleicht auch zum heiligen Zorn. Und die 7 Schritte, um den heiligen Zorn aufzulösen, sind eben halt auch unsere irdischen Themen, also unsere Verkörperungsthemen in Bezug auf unsere Chakren. Also die Chakra-Energie ist ja auch unsere Lichtkörper-, Regenbogenkörperenergie. Und da haben wir Möglichkeiten, ja, durch Chakra-Harmonisierung und durch das Bewusstsein darauf zu lenken, dass es dort mehr gibt und mehr Möglichkeiten in uns gibt, die uns immer wieder auch dem Leben entgegentreten lassen können, wo wir die Dinge einfach ein bisschen anders betrachten können. Und wenn ich das so genau hier sehe, dann würde ich sagen, dass jetzt hier eine große Reise ansteht, eine Reise, sich wieder neu zu gebären und all die alten Geschichten hinter sich zu lassen. Und das für den einen ist es vielleicht hier sehr, sehr aufregend und es bringt Ärger und Verdruss und auch Sorgen, ja, weil die Welt einfach nicht mehr die gleiche ist. Weder in deiner Beziehung noch in deiner Arbeit noch einfach so mit dir selbst. Und es ist auch so eine leichte Burnout-Energie damit drin. Und zum Burnout, sage ich immer, ist so eine Art Initiation. Es ist ein Sterben. Es ist ein Sterben von etwas, was dich behindert, dein Leben in deiner wahren göttlichen Kraft zu leben. Na, dann weißt du genau, du bist ausgebrannt, du hast so viel in das Leben hineingegeben, also so viel Yang in das Leben gelegt, dass also deine weibliche Seite so kurz gekommen ist und dass da einfach jetzt keine Kraft mehr dafür da ist, weil es auch dich nicht wirklich glücklich macht. Ja, wir können so viel nach Materie oder nach äußeren Erfüllungsgeschichten streben, wenn unsere Seele, unser Herz, unser Gefühl nicht erfüllt ist, ja, von unserem göttlichen Licht, dann brennen wir aus und dann können wir einfach nicht mehr. Und dann heißt es anhalten, still werden und mal auf dich zukommen lassen. Das, was wirklich in deinem Leben sein will. Also das ist hier mega, diese Aussage ist wirklich mega und ich sehe auch, dass du hier selbst gar nicht so drin bist, ja, in diesem Bild, wo ich sage, ja, vielleicht hast du tatsächlich immer das Außen gelebt und im Außen alles erfüllt, weil du glaubtest, dass das deine Aufgabe ist, weil du es vielleicht übernommen hast von deinen Ahnen, von deinen Eltern, hast du nichts anderes gelernt als das und dann tust du das, weil es dir so richtig erscheint. Amors Pfeil habe ich jetzt noch eine Karte gezogen. Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Was ist, dass wenn das, was dich umgibt, genau richtig ist und dir wirklich in diesem Moment zeigt, was es wichtig ist zu erkennen? Ja, dann kannst du doch die Situation umarmen, kannst vergeben, in Liebe sein und halten. Und dieses in Liebe sein und halten ist ja auch gleichermaßen einmal diese Liebe empfangen, ja, und gleichzeitig auch fließen zu lassen. Und das ist was anderes, als wenn ich da was erzwingen will, aber kommt zur Ruhe, nehmt euch in den Arm, alles ist gut. Es ist nur an einem Punkt angelangt, wo das Treiben von vorher keinen Platz mehr hat. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast, dass du meinen Worten gelauscht hast und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe von Herzen und dass sich diese Gaben und diese Möglichkeiten jetzt auch in dir frei entfalten können. Wir hören uns wieder. Aho.